hallo, willkommen Leute. Willkommen zu Terminator Resistance. Part 7. Jo. Und dann würde ich mal so sagen, dann geht das jetzt auch sofort los. Ach ja, und viel Spaß beim Zusehen. Ja, wie wir letztes Mal gesehen haben, haben wir hier eine Tür aufgemacht. Okay. Der ist, der doofe Turm. Der doofe Turm hier. Kann ja mal versuchen, den zu hacken, dann ist er wenigstens mal weg. Ja, hacken, ja, genau. Das ging erstmal ganz gut. Ja, genau. Oh ja, das kann ich. Sag ich doch. Ah ja, Hack erfolgreich. Und schon ist es unser Turm. So. Jo, und jetzt geht das hier durch. Ah, das sieht aber schon wieder recht unfreundlich aus. So. Hier findet's aber auch nichts, ne? Da noch. Keine Munition. Keine Munition. 22 Schuss Munition. Mal da mal reingucken. Ich weiß gar nicht, warum er mir hier drei von diesen Knarren anzeigt. Ich werde die mal machen. So, was jetzt? Immer noch keine Munition. Da ist immer noch nichts. Da sind 22 Schuss und da ist immer noch nichts. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Oh, so, dann ist das eben so. Gleiche Knarre, gleiche Munition. Ich hatte eigentlich erhofft, dass ich dann vielleicht in der anderen Knarre noch mehr Munition habe, aber. Ja, toll. Da ist ein Turm, da ist ein Turm. Das wird bestimmt lustig. Jetzt müsste da hinten rüber. Kommt er bis hier hin? Nee, das ist ja gut. Ah, bin schon wieder besser erwischt. Da laufen. Da hinten müsste ich hinter. Oh, erfasst. Erfasst ist immer scheiße. Von wem denn? Ach, von dem da drüben wahrscheinlich. Okay, wie dreht der sich? Oh Mann, ey. Oha, jetzt wird das aber schon kriminell hier. Ja, super Leute. Klar, sowas mag ich. Ja. Kreuzfeuer hier, oder? Ich muss da rüberlaufen. Toll. Da oben überweg wäre natürlich cool, aber. Dreht er gerade nach da. Hat aber ein kurzes Drehmoment, du liebe Güte. Ah, könnte gehen. Schnell genug darüber laufe. Dreht er nach da. Und jetzt hat er wieder zurückgedreht. Uah, Kopf runter. Ja, klar. Jo, jo, aber sowas von. Alter, mach doch nicht sowas mit mir hier. So, hacken wir das Ding. Schussbahn gehen. Ja, ich glaube, der andere ist hops gegangen.
ist er denn? Irgendwo hier war er doch. Ah, da ist er. Mal gucken, vielleicht hat er ja ein bisschen Munition übrig für uns. Komm ich gar nicht ran. Ja. Ist klar. Ah, Energiezellen, ja, super Idee. Gut, ich brauche die, um was herstellen zu können, aber... Wieso ist hier so viel Licht an? Können wir das mal einigermaßen bewegen hier? Tja. Nee. Da ist natürlich auch nichts drin. War ja wieder klar. Und Birne runter. Und Birne hoch. Oh nee, da. Das Ding hat mir auch wieder gefehlt. Okay. Das scheint hier nicht hochzukommen, ne? Da müsste ich rüber. Wo läuft der Dank? Der ist da hinten. Okay. Wieso? Oh, der hat eine 360-Grad-Drehung oder was? Was ist nicht das denn? Ja. Wieder hier rüber gelaufen. Und drehe wieder zurück. Der Turm, gerade wieder an. Und drehe wieder zurück. Gut. Dreht er rum. Ah, oh, scheiße. Mist. Heute war schon kriminell hier, ne? Nee, ganz ernsthaft. Wie soll man denn das machen? Der kommt wieder zurück. Jetzt dreht der wieder ein. Okay. So, hacken wir das nochmal, das Ding. War doch schon mal ganz gut, ne? Immer schön aus der Reichweite gehen. So, was ist jetzt hops gegangen? Ich hoffe das Ding, ja. Gib mir deine Munition. Ja, toll, das ist ja dann auch recht überschaubar gewesen, aber okay. Ja, immerhin. Ein wenig mehr. So.
schon. Ja gut, wir sind in der Krankenhausgarage. Die werden wohl kaum Munition im Kofferraum haben, ne? Kann man glaube ich nicht so wirklich von ausgehen. Ansonsten ist hier auch nicht so viel drin. Ja, wir werden die Birne wieder runternehmen. Versuchen wir gleich reinzukommen. Das mit dem Licht macht mich ja irgendwie so ein bisschen, ja. Ich meine, speichern wir ja mal eine Option, ne? Ich mache hier nur. Ist auch nichts zu finden in dem Laden. Na gut, dann gehen wir an die Lauerstelle, mal gucken, wie ich speichern kann. Nein. Ja, finde ich gut sowas. Ah, Spiegel speichert, dann wissen Sie was. Das ist nicht gut. Da habe ich keine Waffen für. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Warte mal, vorbeilaufen schnell. From the resistance. The others have to be here too.
da und wir müssen da hin. Das heißt, ich muss wieder zurück und dann den langen Gang langlaufen. Nein, kann lustig werden. Also da komme ich nicht weiter. Ich muss wirklich da lang. Also einmal umdrehen. Soll ich das machen? Okay. Ach ja, klar, von da nach da, ja, super Idee. Und der andere launcht lang, das wird bestimmt lustig. Wo ist denn jetzt hier gelaufen? Ja, genau. Ja, ja. Und dann kommt da einer um die Ecke gelatscht. Ja, ja, da laufen die Dinger rum. Okay, wo bin ich? Ja. Ich glaube, ich bin hier verkehrt. Steht da hinten rum. Super. Der steht hinten immer noch rum und der steht auf der Seite. Ja. Jetzt dreht er sich um. Okay. Ich
Mann, ey. Attacke, wenn das so weitergeht. Ja, jetzt wandern sie da hinten alle rum. Ich glaube, von da kommt wieder einer an. Der wieder angelaufen, ey. Und du bist da. Der steht da hinten immer noch rum. Okay, und da wird nix. Rum. Wind ist da, geht er noch weiter und dann dreht er wieder um. Das ist halt übel, ne? Nehmen wir mal einen Blick auf die Karte werfen. So, der rennt immer von da nach da und nach da wieder zurück. Das heißt, wenn er hier vorbei ist an mir, muss ich hier blitzschnell hier um die Ecke laufen. Blitzschnell. Ich bin nicht so schnell. Das wisst ihr ja, dass ich nicht so schnell bin. So, wo ist er? Jetzt an mir vorbei. Mal die Birne runter. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab hier rein. Alter Falter. Kannst du ja noch nicht mal umgucken hier. Oh, guck mal, der rennt nämlich bis da. Oder ist das ein anderer? Keine Ahnung. Naja, so viel zum Umgucken ist hier auch nicht.
immer noch nicht zum Speichern. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it, and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Baron will want to meet you. Now go, and watch out for those metals. So, ich denke mal, ich werde mich jetzt hier erstmal hinstellen und ganz genau die Karte angucken. Ja, genau das mache ich nämlich. So. Wo ist die Karte? Da ist die Karte. So, wo müssen wir hin? Da unten müssen wir hin. Ich denke mal, hier wird alles so ziemlich voll sein mit diesen sogenannten Blechdosen. Hier wird, denke ich mal, die Tür sein. Da, die wir nicht aufmachen konnten, das macht aber nichts, weil hier vorne ist unser eigenes Lasergeschütz, das haben wir ja gehackt. Verriegelte Tür, da war noch eine verriegelte Tür irgendwo, da sind wir ja drum rumgelaufen. Wie auch immer. So, also. Hier runter. Dann theoretisch hier rüber, also theoretisch kann man da ranzoomen. Ne, ranzoomen kann man da natürlich nicht. Ja. Dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt, dürfte wohl etwas schwieriger werden. Pass auf die Blechdosen auf, hat er gesagt. Ja, dann schauen wir doch gleich mal. Gucken wir dann nochmal einen Augenblick drauf. Na gut. Also nach Süden. Ach, das dürfte es. Ich habe sogar ein ganz blödes Gefühl, als wenn das eine echte Arschkarte wird. Ne, nee, ganz wirklich. Ja, dann wollen wir mal. Guck mal, da habe ich doch 30 Schuss drin und da habe ich 20 Schuss drin. Dann nehme ich die mal mit 30 Schuss. Ist auch nicht viel, gegen die Dinger kann ich eh nichts ausrichten, aber... So, Richtung Süden muss ich nicht, wie gesagt, ja. Boah, ist ja nur nicht so hell wie er hier. Runtergefallen sozusagen.
Ah ja. Da steht ein Turm und da steht ein Berg. Ja, gut jetzt. Konzentration. Alter! Läuft er hier rum? Wieso läuft er hier rum? Geht er jetzt hin? Ah, er geht wieder rein. Alles gut. Ah ja. Ach, den gehen wir doch da mal rein. Also einfach drauf loslaufen ist nicht. So ein Turm müsste ich mir greifen. Dürfte schwierig werden, wenn er da rumlatscht. Da ist ein Turm. Das läuft ja nach oben, ne? Ja. Bleib doch nicht stehen, Junge. Was soll denn das? Jetzt kommt er wieder, ey. Das ist ja gut und dann kommt er erstmal wieder zurück. Okay, jetzt wäre wahrscheinlich der denkbar ungünstigste Moment dahin zu laufen.
heißt, wenn er das nächste Mal da angelaufen kommt, kriegt er eine verplättet. Den Ton müssen wir auch noch machen. Cool. Das hat er nicht überstanden. So, den haben wir dann schon mal. Oh oh. Nicht gut. Erfasst. Wie hat er mich erfasst? Das geht doch gar nicht. Nein, erfasst mich wieder. Wo kommt denn das? Kann das nicht sein. Naja, sicher, sicher, ne? So. Sicher ist sicher. Entkommen wir dem Krankenhaus. Ja, dann kommen wir mal, ne?
Und da hat sich mal wieder ganz kurz Zeit, dass das eine gute Wahl war, die Plasmatürme zu übernehmen. Weil sonst hätte ich nämlich jetzt echtes Problem gekriegt hier. Sind nur noch zwei. Sein Rucksack ist voll, ja super. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann die Plasmabombe mitnehmen, aber ich muss erstmal gucken, meinen Rucksack erstmal, darum werde ich mich erstmal hier wieder reinstellen. Wer weiß, was noch in die Ecke gebogen kommt. So. Mein Rucksack ist voll. Ah, guck mal hier, wir schon eine Plasmabombe da drin. Unbegrenzte Magazinkapazität. Kontinuierlich überhitzt die Waffe jedoch kurzzeitig. Cool. Die reine Waffenfertigkeit ist hier niedrig. Jo! Oh, was brauchen wir? Und das Ding? Waffenfertigkeit ist wahrscheinlich immer noch zu niedrig. Die beiden Waffen habe ich. Wenn ich das jetzt wegwerfe, das Ding. Gar keine Waffe mehr. So. Wo ich immer noch eine. Zwei Uhr. 30 Schuss. 20 Schuss. Doch gut, nehme ich. Ich zwar die Bürger habe, bin ich. Na egal. So. Da war noch was drin. Noch ein Plasma-Gewehr. Aber immer noch nicht benutzen. So, ich muss irgendwo raus hier, ne? Ja. Mal eben gucken, ob hier hinten. Da lagen zwei. Da liegt noch einer. Oh, dann kann ich mir hier ja nochmal in den Augen umgucken, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch was finden werde. Da hinten liefen drei rum, hier lief eine rum, sind also vier. So. Na gut, laufen wir mal in die Richtung. I'm on my way out. Good job. All we can see the soldiers leaving. But don't think it's done. Skynet's sending reinforcements. Na, haben wir das Ding doch am Kopf, finde ich gut. So. Hier waren wir auch. Unsere Waffe da hinten, ne? Ja, genau. Aha! Gar nicht so wenige. Na gut. Dann gehen wir mal in Deckung. Und die Riegel wieder vormachen. Dann kommen wir hier runter, Leute. Ich habe hier eine Überraschung für euch. Ein Plasmaturm.
schön einzeln eintreten, bitte. Ja. So, nächster bitte. Was war denn die Patrouille? Jetzt aber weg. Da war noch einer. Wieder rein hier. Na, wo ist er? Der sieht nicht so aus, als wenn der da weggehen würde. Ah, jetzt. Vielleicht. Okay. Wenn wieder an so ein Ding vorbeischleichen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Noch einer, noch einer. Ach du Scheiße. Oh meine Güte. Drei Stück. Die waren vorhin noch nicht da. Von hier weg, ey. Wenn raus, lag oder was?
durchkommen hier, ja. Gut, ich kann durchlaufen, aber dann werden die mich erwischen. Mal die Karte her. Ach du Scheiße. Das ist ja noch. Ja gut, da kann ich eine Werkbank, aber ich muss da ja irgendwie rüber, ne? Das wird ja noch kriminell. Nein. Genau, bleib doch stehen. Finde ich cool. Oder was? Dann fahren wir eben so. Erstmal hier unten rein. Und Tür zu machen. Alter. Ja, tut Munition herstellen, ja. Gut, wie habe ich davon noch? Oh, ich noch 9 Stück von. Okay. Einmal. Rucksack ist voll. Geile Nummer. Ja, so fangen wir an hier mit Rucksack ist voll, ey. 80 Stück. Mehr. Stück. Davon habe ich 9 Stück. Davon habe ich keine. Schrotpatronen habe ich eh nicht. Ja gut, 58. Ja. Okay. Das ist noch ein schweineweiter Weg, ne? Nee, ganz ehrlich. Oh, Level Up habe ich auch noch nicht. Eigentlich ist es nur geradeaus rüber. Eigentlich ist es nur geradeaus rüber, muss man doch. Das ist aber noch richtig heftig hier, ne? Da hinten läuft noch eine Mörderpatrouille rum. Hier steht so ein Landungsteil da.
Waffen. Ja. Waffe 1 und Waffe 2 ist aktiviert. Level 12 brauche ich dafür, bin aber jetzt Level. Naja, okay. Level irgendwas. Genau. Gut, dann werde ich die nächsten Punkte alle in die Waffen hauen, damit ich an diese Plasma-Kanonen rankomme. Aber das dauert ja noch ewig. Ja, schon 3 Stück von. Schaden 75. Und er hat Schaden 40. Immerhin. Und eine höhere Feuerrate. Nee, auch. Naja, der hat eine höhere Feuerrate. Macht aber nicht so viel Schaden. Schuss vor Überhitzung. Stabilität 98. Stabilität 75. Das ist. Ja, gut. Habe ich ja keine Munition für, wie gesagt. Das ist natürlich alles ein bisschen blöde. Was ist das? Ach, das sind diese Plasmazellen. Munition für Phasenplasmagewehre der ersten Generation kann hergestellt werden. Ja, das nützt mir jetzt unglaublich viel, da ich die Waffe nämlich überhaupt nicht benutzen kann. Was blöd ist. Ja, Mission, ja. Zurück. Flieht aus dem Klinik-Sektor. Ja, das will ich ja gerne tun. Speichern wäre cool. So, gleich mal hier auf, dann steht da 20 Leute vor der Tür, dann schmeiß ich mich weg, ey. Ja. Und der guckt gerade hier hin. Das ist nicht gut. Da drüben scheint keine zu stehen. Nein, jetzt kommt er hierher, ey. Bleib stehen. Stehen bleiben. Stehen. Bleibst du stehen? Du musst stehen bleiben, Alter. Ja, fein. Auf jeden Fall. Was eine Frage. Oh, thank God, you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital. You don't give up on your people, do you?
I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry, don't mind me. Seems you were very close. As close as could be. He taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, "Welcome," on the side of our house in Pasadena. So he said, "I bet you can't spell that." And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Not at all. That was very clever. Yeah. He was always full of bright ideas. Thanks for trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who'd lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns. So the only thing we could do was to help others in need. Seems like he helped a lot of people. He did. Right till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. I think it's because he always had a brand new audience to listen to his bad jokes. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote, because his team was playing. I always laughed at it. I'll never understand why. Sounds like a champion of dad jokes. He may have coined the term. I was begging for him not to find a whoopee cushion on a scavenger hunt. He'd literally get a heart attack from the excitement. Look at me yapping. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Ja, wie immer sehr aufschlussreicher Smalltalk. So, mit wem muss ich reden? Nee, mit der nicht. Noch was drin? Nein, natürlich nicht. Keller, genau. Ja. Ach, die Patrone wollte ich ja mitnehmen. Nee, ich hab die verkehrt. Wo war denn die? Nee, die ist weg. Und scheiß. Der pennt. Ja, cool. Jemand hat meine Patrone geklaut. Unglaublich sowas. Ne, da war ich ja gerade. Na gut, handeln. So, handeln wir doch mal eine Runde. Nur drei Stück von. Verkaufe ich eine von. So, was so ein Ding wert ist. Och ja, kann man mitnehmen, ne? So, was haben wir hier denn noch anzubieten? Munition, ja, genau. Alles. Die andere Munition nehmen wir auch mit. Komplett selbstverständlich. Zwei Stück von mit. Dann nehmen wir auch zwei von mit. Was ist das? Energiezellen, ja. Das Inventar ist schon wieder voll. Auch noch was von mitnehmen. Anderen Zeug habe ich auch nicht selbst genug. Sprengstoff, nee, ich werde das alles lassen. Ich werde nur eine von der Wumme wahrscheinlich mitnehmen. Verkaufe ich noch eine. So. Ja. Was ist das? Das ist ein Schrotgewehr. Ja, okay, kriege ich vom Platz hier überhaupt nicht unter. Ich könnte die verkaufen.
Was soll ich mit der Pistole? Obwohl... Ja, man weiß nie, wozu man sowas nochmal gebrauchen kann. Noch etwas verkaufen? Nee, ich lasse es. Verlassen. Ja. So. Wer ist das? Oh. Näher ran vielleicht. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it. And if I can, I've decided to join the Resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which, I see you've got those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Ich glaube, ich habe ein Level-Up gemacht. Mal nachgucken. Schauen wir doch mal eben. Oh ja, 2 Punkte. Ich habe ja gesagt, das kommt jetzt in die Waffe rein. Ja, ich bin aber jetzt Level 10, ne? Und ich brauche Level 12. Ich liebe es. Gut, dann vergessen wir das erstmal. Erstmal Waffen der ersten Generation. Waffe 3. Ja, 2 Level muss ich noch machen. Na gut. Mit wem muss ich noch sprechen? Da bin ich ja schon wieder verkehrt. Da auch. 5 Meter in die Richtung. Gut, das ist eine Wand im Weg. Können wir hier nochmal herlaufen? Der pennt auch schon wieder. Da pennt noch einer. Naja. Hauptsache ihr pennt alle. Nein. Wo muss ich denn nur hin? Hier schon wieder rauslaufen. 18 Meter in die Richtung. Ja. Kümmere dich zuerst um das Hauptziel. Tja. Nein. Ausruhen. Ja, klar. So. Ja, wie das denn hier weitergeht, ja, das nächste Video kommt bestimmt. Ist das hier so dumm? Achso, jetzt Helligkeit raus. Okay. Ja gut, ja, wie das hier weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Ich sag dann mal, bis dahin. Und tschüss.